Hallo, hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Food Hall von uns und Bella ist auch dabei, Chef. Genau, das haben wir zu dritt. Wir waren vorhin richtig fett einkaufen, richtig fett. Also wir haben letzte Woche nämlich nicht eingekauft. Ja. Beim Hofer haben wir gleich 330 und beim Billa Plus 70 Euro. Auf jeden Fall 328,34 haben wir beim Hofer ausgegeben und hier 67. Ja. Fast 70 Euro, hier 330, also 70. Digga, 400 Euro. 400 Euro. Und da war ich nur Brauchbares gekauft. Kein Schrott. Wir kaufen immer eigentlich nur Gutes. Ja, wir haben wirklich gute Sachen eingekauft. Viele Sachen sind leer gegangen. Unabhängig davon, dass wir letzte Woche halt nicht waren. Sind uns halt wirklich auch die Produkte leer gegangen. Fangen wir an, meine Lieben. Wir drehen heute dieses Video mal mit dem iPhone. Es wackelt ein bisschen. Sieht man das? Nein, ich glaube nicht, dass es wackelt. Doch, schau mal oben beim Dunstabzug. Setzt euch hin, damit euch nicht schwindelig wird und dann passt das. Unsere Kamera ist nämlich in der Werkstatt. In der Werkstatt, ja. Der neue Picker. Okay. Fangen wir an, egal. Fangen wir mit den Tiefkühlsachen an, weil sonst trinken wir den Eis und alles, was da ist. Genau, okay. Weißt du, wo es drinnen ist? Jo, ich habe alles in einem drin, Kind. Okay. Zuerst fangen wir mit. Yay, ich habe Topfenknödel gekauft für die Kinder. Die essen Topfenknödel. Schokoladen, ne? Ja, Nougat. Also, das sind schon richtig weich, deswegen schnell. Das sind 8 Stück drinnen, jeweils. Also 16 Stück, ganz easy cheesy verputzen wir das. Ich kaufe die immer, die schmecken nämlich so lecker. Brauchen wir nur kochen und dann ein bisschen in Zuckerbanane und fertig. Dann haben wir Pizzas gekauft. Ich habe hier so Reserve-Pizzas gekauft, wenn man mal keine Zeit hat zu kochen und die Kinder irgendwas Schnelles essen wollen. Gerade die großen Teenager könnt ihr euch vorstellen, die suchen schnell mal was zum Knabbern. Dann habe ich diese 3x Salami-Pizzen. Und einmal Margherita. Das ist 3x. Also 3x Margherita. Ja, dann habe ich auch was richtig Cooles in der Tiefkühlabteilung gefunden. Und zwar, abgesehen davon, dass ich Piccolo Margherita gekauft habe, gibt es jetzt auch Picobelli Flammkuchen. Voll lecker mit Zwiebel und Schapeck. Oder ist das Spätling und Schinken? Ja, irgendwas. Voll cool, oder? Dann haben wir beim Billa Plus natürlich, oder das ist ja der Papa, Blombeereis gekauft. Yes. Kennt ihr wahrscheinlich schon von unserem anderen 3000 Food Halls. Das ist ein Lieblingseis der Kinder, deswegen wird das immer nachgekauft. Dann haben wir auch ein neues Eis und das hat so cooles Eis da drin. Kirsche, das ist richtig fruchtig und das ist milchig und dann so kleine Magnums. Dann Hühnerbrüste haben die gekauft für Schnitzel. Während der Papa das jetzt wegräumt, zeige ich euch noch ein paar Sachen, die wir gekauft haben. Nicht so ein Lärm machen würde. Auf jeden Fall hat aber hier Strohschwein Spare Ribs gekauft. Hast du nur eins gekauft? Spare Ribs. Ja. Das ist ein kurzes Spare Ribs. Also nein, es sind ja zwei drin. Also sind, wie seht ihr das? Ist schon durchgeschnitten, zwei drinnen. Dann haben wir auch Fisch gekauft. Das sind zwei Stück drinnen. Das ist ein Goldbrasier, eine Dorade Royal. So schaut das aus. Ich habe schon ein Rezept mit im Backofen mit der Rosmarin. Oh, lecker. Wir machen dazu immer so ein bisschen Polenta. Das schmeckt so gut mit Knoblauch. War mega. Dann hat der Papa, ist das von Billa Plus, gell? Yes. Ein Schwein gekauft. Und zwar machen wir jetzt immer selbst Hackfleisch, frischiertes. Kaufen wir nicht mehr. Denn der Papa hat sich eine, wie heißt das? Ein Fleischwolf. Genau, ein Fleischwolf. Von Amazon gekauft. Genau, ich kann ihn euch gerne verlinken. Also schaut unten in der Infobox, da habe ich so meinen Amazon-Shop. Da habe ich alle Sachen verlinkt, die wir so nutzen, die wir immer kaufen. Und dieser Fleischhof ist so gut, also er hat die besten Bewertungen. Er ist Nummer 1 von Meat Grill, von den Fleischwölfen. Genau, von der Fleischwölfe. Und der ist von der Marke Braun, glaube ich, oder? Na, von Bosch. Egal, auf jeden Fall. Aber der kann viele Sachen, also nicht nur Fleisch. Würstel kann man damit auch stopfen. Säfte kann man auch machen, Tomatensaft. Also, genau. Und Saftpressen. Ja, genau, Juicer hat er auch. Also voll cool, also ein Entsafter. Und noch zusätzlich kann er auch Gemüse klein schneiden. Also so zum Beispiel Gürkchen, so für einen Salat oder so. Mega, mega cool. Ja, genau. Wir haben ihn noch nicht einmal so komplett ausprobiert, aber das Fleisch hat doch wirklich gut geschmeckt. Bestes Fleisch. Es hat auf alle Fälle eine andere Konsistenz. Also das Fleisch, das man zu Hause mag, ist viel härter als das, was man... Also und deswegen hat der Papa hier dieses Schweinefleisch gekauft. Wir haben noch ein Rindfleisch zu Hause und das mischen wir und dann haben wir verschifft. Korrekt. Dann haben wir Wurst gekauft. Ich habe hier dieses Salami Milano gekauft. Die isst die Michelle total gerne. Hat sie im Urlaub jetzt auch einmal gegessen. So ein italienisches Salami. Dann habe ich hier auch so ein Karree-Speck gekauft. Das ist ein ganz dünner, geschnittener Speck. Zwiebel haben wir auch gekauft. Also Zwiebel ist, das muss zu Hause sein. Also ich esse manchmal so mit Pommes. Ja, wie nicht nur du, wie alle. Wie alle. Und in Salat. Rote Zwiebel ist eigentlich gesünder als weiße Zwiebel. Ach so. Habe ich schon mal gelesen. Dann haben wir natürlich auch Bananen gekauft für den Affen. Unsere Kinder
Wir sind einfach kleine Babyäffchen, ja. Und lieben Bananen. Und deswegen haben wir Bananen mitgenommen. Porridge zum Beispiel kann man auch essen. Ja. Dann haben wir noch Petersilien gekauft. Ja, das brauche ich für ein Rezept. Dann haben wir diese Süßspeise gekauft, beziehungsweise ich. Das ist so Blätterteig, so süße. Ja, knuspriges Blätterteig. Aber das sind wirklich gut, ja. Das haben wir schon mal öfter gegessen. Delizie. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Sorten davon. Und ja, wir haben hier schon ein paar Mal welche probiert. Und die sind sehr, sehr gut. Dann habe ich den Patrick Geflügelaufstrich gekauft. Das ist halt so ein Leberwurstaufstrich, Streichwurst. Nur halt ohne Schwein und nur mit Geflügel. Ja. Dann haben wir ganz, ganz viel Paprika gekauft, weil ich so vorhabe, gefüllte Paprika zu machen. Ja, ich habe so einen Gusto drauf und die Kinder reden auch ständig davon. Genau. Und ja, die Paprika sind leider nicht so groß und deswegen habe ich so viele gekauft. Aber ja, also wenn jeder zwei isst, dann sind die alle weg. Dann haben wir auch Nougat-Bits gekauft. Das sind so Luftpolsterchen. Wie sagt man dazu? Luftpolster. Getreidekissen, so heißt es. Getreidekissen mit Nougat-Füllung, also Nutella. Das essen die Kinder mega gerne, so also Cornflakes-Cerealien. Natürlich darf bei uns nicht Nutella fehlen, also das ist so schnell weg, wenn wir mal so Palatschinken machen oder Softos. Dann haben wir Thunfisch gekauft, also ich habe Thunfisch, ich habe gleich 4 Stück mitgenommen. Das ist Thunfisch in Sonnenblumenöl und das essen wir alle mega gerne. Das ist so, wenn man so einen leckeren Salat macht, einfach so Thunfisch drüber oder Patrick isst es mal so oder der Papa. Ich isst auch gerne. Und Salat, mega. Dann habe ich leider nur einen von diesen Joghurts gefunden. Es gab es dann noch mit Himbeere, aber der schmeckt mir nicht so gut. Ich habe hier den mit Marille, den haben wir schon öfter mal gezeigt. Das ist so ein Vanillejoghurt und das ist so Mango, Vanille, Pfirsich. Schmeckt sehr, sehr lecker, so eine Marmelade, so eine Mousse drinnen. Ja, genau. Das sind ja viele Bauern, der gerne. Dann haben wir noch einen Joghurt Natur gekauft. Das ist von derselben Marke. Kaufen wir am liebsten eigentlich. Wie man sehen kann, da ist sogar noch ein Joghurt. Noch ein Joghurt von Ziegenmilch. Mir schmeckt der Ziegenjoghurt, weil er schmeckt richtig so nach Ziege. So wie die Ziege riecht, so schmeckt der Joghurt. Das haben wir schon mal gesagt und das ist einfach... Das liebe ich. Erinnere mich an meine Kindheit. Ich bin mit Ziegen aufgewachsen. Also bei meiner Mama am Brust Ziege getrunken, also Milch getrunken hat. Mama. Der Blödsinn, ich höre dich. Du ärgerst mich auch immer, du musst auch geärgert werden. Dann habe ich mir natürlich einen Mango gekauft. Also als ich die Farbe gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, den muss ich kaufen. Das ist die einzige, die so rot war, oder? Ja, aber nicht so rot, so wie der. Der schaut so... Hoffe mal, dass das... das noch nie. Kennt ihr das? Schaut eine Frucht super von außen aus und dann kauft man sie und schmeckt sehr gut. Bitte, nicht. Sei lecker. Bitte, sei süß. Zucker gekauft, das ist auf Reserve. Keine ich habe die letzte Packung verwendet und das muss immer zu Hause sein, weil wenn wir was backen wollen und kein Zucker mehr da ist. Und passiert immer so, wann backen wir? Am Sonntag. Das ist ja logisch, oder? Man macht immer dann, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Genau. Und also nicht sagen, Hauptdankstellen, dann Zucker. Das sind aber so das Dreifache wahrscheinlich. Dreifach. Die Spritpreise. Zuckerbusiness. Dann haben wir Frühlingszwiebeln gekauft. Zum Kochen oder so zum Snacken. Also ohne diese Härchen da. Dann habe ich mir wieder Treibstoff gekauft, denn ohne dem ganz schwierig. ja, natürlich 0% Alkohol, ja. Das war nämlich auch verbilligt. Normalerweise kostet 1,20 Euro so eine Flasche, diesmal nur 80 Cent. Wisst ihr was, aber weiß nicht, Sparfuchs. Ja, ich liebe Sparen. Wisst ihr was? Wisst ihr, wie viel ich gespart habe durch die Gutscheine? Mhm. 30 Euro. Boom. Ist nicht viel? So, für Sparfuchs. Hallo, ich mag Moneten. Dann haben wir das beste Popcorn gekauft, das es gibt. Also wir haben, oder? Das schmeckt schon gut. Also du machst das auch gut. Ach so. Ich finde Mikrowellenpopcorn, da muss es eine Wissenschaft. Wenn es zu lange drinnen ist, schmeckt es kuckelig. Wenn es dann zu wenig drinnen ist, dann hat man zu viele Körnchen und das ist auch scheiße. Deswegen, ja, genau. Ist aber es ist nicht eine Wissenschaft, sondern... das ist... ich habe alle probiert. Ich habe von Marken auch probiert. Und Kleber ist der Einzige, wirklich, der fast alle aufbruckt. Echt? Ja, ja. Und das sind wir wieder gekauft. Natürlich gehört dafür. Wissenschaft auch. Man muss wissen, wie stark die Mikrowelle eingestellt ist und wie viele Minuten, oder? Ja. Dann haben wir, das ist Urgetreidebrot. Was heißt das? Ich bin total gespannt, wie das schmeckt. Getreide von früher, vielleicht nicht so bearbeitet. Oder? Ach so. Dann habe ich auch für, ihr wisst schon was gekauft. Für Nasenbluten. Ja. Für Müll brauchen wir natürlich auch Müllbeutel. Ja, hast du die richtigen gekauft? Aber nämlich eine Tendenz, immer die kleinen zu kaufen. Ja, weil mehr drinnen sind. Nein, ja, wahrscheinlich. Aber man hat so das Gefühl, dass die kleine Tonne eh nicht 60 Liter umfasst, oder? Das stimmt schon. Ich meine, wir machen den Sack eh nie voll, aber... Ja, auf jeden Fall. Müllsäcke waren eine Zeit lang mega ausverkauft. Also wir mussten immer woanders kaufen. Jetzt gibt es endlich beim Hofer wieder Müllsäcke. Und man sieht, die haben das Design verändert. Nicht mehr rosa mit weiß, jetzt ist es blau mit gelbem Zucker. Ja. Dann habe ich mir eine zweite Sorte Bier gekauft. Und
zwar, das ist ein Otterkringer Radler mit Zitrone und Pfefferminz. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. 0% natürlich Alkohol. Schmeckt es nicht wie Pfefferminzsaft dann? Wie Zitronenwasser? Ja, so eine Art wie Mojito, aber mit Kohlensäure. Ja, eine coole Sache. Also Virgin Mojito. Aber echt cool, wenn es gut abgekühlt ist, mein Gott. Was gibt's noch? So, dann gibt's La Gürkchen. Zwei Stück Gurken. Ja, denn wir, ich habe ein voll cooles Rezept auf Instagram gesehen. Und zwar Gurkensushi. Anstatt diesen Algenblatt, also schält man die Gurken so in dünnen Scheiben. Und dann kommt Reis drüber, Frischkäse, Lachs und ein bisschen was. Und dann... Kamera wackelt, oder? Du musst da wackeln, wenn es genau wie ich sage. Ah, ja. Schon ein bisschen dummer, oder? Ja. Merci. Ich möchte wieder Brokkoli-Salat machen aus dem Thermomix. Und der schmeckt so gut. Papa mag nicht so gern Brokkoli. Und die Schwester von Brokkoli auch. Papa mag kein Kaffeeöl, aber ich liebe Kaffeeöl. Ich sag's euch, als Kind habe ich das gehasst. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ja, ich bin süchtig nach Brokkoli und Kaffee. Das brauchen wir wie die Ente. Dann haben wir den Kindern Spannleintücher gekauft für ihre Betten. Zwei Packungen. Avocado. Wir lieben Avocado, deswegen gleich zwei Packen, also gleich vier Stück. Dann habe ich nur Ohrstäbchen gekauft, damit ich die besser hören kann. Das wäre toll. Aber Ohrstäbchen nutzen ist gar nicht so gesund. Ich weiß, aber wir nutzen trotzdem. Rauchen ist auch nicht gesund, Leute. Wir rauchen trotzdem. Ja, das kann man bitte nicht vergleichen. Aber ich habe gesagt, das ist nicht gesund. Ohrenschmalz reinstopfen mit der Zigarette. Und Rauch reinstopfen. Es ist nicht dasselbe. Man kann dasselbe, aber wir machen trotzdem. Aber vom Ohrenputzen kann man nicht sterben. Also, hier mal so Würstel, wie heißt das? Salamistangen. Salamistangen einmal in Schwarz mit Chili und einmal Normalo. Dann haben wir noch Maxi-King gekauft, weil wir Maxi-King lieben. Wir nicht, du und Michelle. Ja, das ist auch ein Wir. Ja, okay. Dann habe ich auch noch Kinder-Pinguin gekauft, auch für die Michelle. Ich glaube, sie ist die Einzige, die das gerne isst. Brezeln haben wir gekauft. Das ist einmal mit Salz und einmal mit Sesam. Und ich finde das mit Sesam besser, weil das halt, seht ihr, das ist heller. Das ist irgendwie ein anderes Brezelteig. Dann haben wir noch Country Boy. Kinder-Country gekauft. Das ist schon eins schnabuliert worden, wie ihr sehen könnt. Kinder-Überraschungseier, die machen wir auch natürlich. Habe ich gekauft für die Kinder, damit sie sich freuen. Das sind vier Stück drin. Man gibt es ja auch, das ist neu. Weil früher gab es ja immer drei, aber es ist ja vier. Oder Lagern. Die Milchschnitte, ja, die Milchschnitte. Aber Milchschnitte musste auch mit. Die Mama hat noch Rondesa gekauft. Warum Rondesa, bitte? Ich weiß, das ist so nervig. Was nervt dich denn da dran? Bin ich das jetzt? Es ist so wie Malteser. Na gar nicht. Die nerven genauso. Nein. Das ist eine Waffel und hier drinnen ist eine Milchfüllung und drüber Schokolade. Mega lecker. Komm, du musst deine essen. Nein, nicht jetzt. Ich habe jetzt hier. Ich mache einen Schluck. Meine letzte Flasche. Du hast eh mehr gekauft. Ja, aber nie mehr Zipfel. Das ist mir wirklich gut. Das hast du damals entdeckt, als wir Hochzeitstag hatten. Ja. Also, weiter geht's mit Knabberzeug. Ja, für die Hunde. Also diesmal gibt es Knabberzeug für die Hunde. Habe ich mitgenommen. Hier zwei Pakete. Gab leider nur diese Sorte. Normalerweise gibt es gleich mehrere. Auf jeden Fall habe ich zwei für die Hunde mitgenommen. Und zwei für Mr. Pete. Für den alten Pete. Für Pete, also für unsere Katze. Magst du Gewürze? Man kann ein bisschen lecker... Also so... Dann habe ich auch noch eine Zahnpasta für die Kinder unten gekauft. Und zwei Zahnbürsten. Und zwei Zahnbürsten. Die nutzen aktuell gerne Handzahnbürsten. Ich weiß nicht, was das für eine Phase sein soll. Wir haben nicht alle Elektrozahnbürsten, ich habe auch sogar Schallzahnbürsten. Aber die wollen momentan lieber manuell. Zurück zu Ursprung. Ja. Dann haben wir natürlich noch Tomaten gekauft. Das ist bei uns wie Jungzwiebel ein Muss. Ich liebe Tomaten, ich bin tomatensüchtig, keine Ahnung. Und auch nicht allergisch, aber Papa verträgt ja Tomaten nicht. Histaminintoleranz, aber für das nehme ich im Kauf. Ja, gut. Tomaten und Papa sind so. Yeah. One love. Oh, ich habe mir das gekauft. Das ist so lecker. Das habe ich mir beim letzten Mal aufgekauft. Das ist so gut. Das abpflücken, waschen und dann Zucker drüber. So lecker, diese süße Säure. Wie die Mama sagt. Und dann Himbeeren. Meine liebsten Früchte sind Beeren. Tatsächlich. Ich liebe auch Himbeeren. Das sind wirklich. Na, ich meine alle Beeren. Paddelbeeren, Brombeeren. Dann haben wir noch. Haarige Nektarinen. 40. Ich liebe 40. Ich habe. Die sind super knackig und sehr süß. Das genau. Ich gerne. Dass du das kaufst, das normalerweise kaufe ich immer sowas. Und aber das sind grün, ein bisschen grün. Dann. Ew, das ist ja voll, dann muss man. Dann schmecken sehr gut. Ich habe mit grünen Zwetschgen so eine Kindheitsalbtraum-Erfahrung. Ah. Kennst du das? Das ist nicht? Nein, nur mit Joghurt in Kombination. Also nicht.
Also ich habe als Kind mal ganz viele so grünliche Zwetschgen gegessen und dann hatte ich so Bauchkrämpfe. Das war wirklich schlimm. Dann bin ich den halben Nachmittag am Klo gesessen. Das war nicht so schön. Damals gab es kein Handy. So, dann haben wir Zitronen gekauft. Ja, weil ich wollte einen Zitronenkuchen machen und ja, deswegen haben wir Zitronen gekauft. Das ist auch so eine Bio-Zitrone auf jeden Fall mit, wo man die Schale auch schälen. Ja. Schale auch verzehren darf. Paprika natürlich darf nicht fehlen. Nee, hast du schon lange nicht mehr gekauft. Ja. Diese Paprika ist ein bisschen kurz der Geschichte dazu, weil ich weiß, was der Bauer damit macht. Die tut er nämlich anrösten. Die wird nicht so gegessen, oder? Mhm. Die wird angeröstet, dann wird die Haut abgezogen und dann kommt sie in ein Essigölbad. Ja, das ist einfach was Balkanmäßiges. Ich glaube, dass es viele Serben vielleicht auch kennen, Griechen, ja, Türken, glaube ich, Türken auch. Und die Rumänien essen sowas auch. Also, das schmeckt sehr, sehr gut. Dann hat die Mama so komische Kartoffeln gekauft. Hört sich mal das an, wie. Ja, das ist wahrscheinlich habt ihr so wie eine. So die Mutter. Ja, genau. Fruchtbarkeit. Wir haben den Kartoffelformat. Gott, das ist. Entschuldigung, Diana. Der hat sich erfüllt. Diana. Entschuldigung, das ist hallo? Wer war das? Zurückkehren zu den Figur hier. Ich glaube, der hat. Zu Figur, es ist Kartoffel, by the way. Ja, das wird sicher eine Herausforderung, wie man das schält. Ich weiß es nicht. Es gab nur solche. Die war schon das Beste. Also, ich habe die gefunden. Das wäre einfacher zum Schälen. Und dann habe ich das hier genommen. Dann? Weil wir schon beim Gemüse, Kürbisgemüse sind. Der Melone gehört auch zum Kürbisgemüse, ja, oder? Also, ich liebe Melone. Und der ist wirklich gut, weil man hört. Pass auf. Hört sie? Da bin ich mal gespannt. Die wird sicher nicht wie die in Italien schmecken. Na, das definitiv, aber ist schon mal besser als gar nichts. Das ist eine gute Einstellung. Na ja. Was hast du noch gekauft? Bienchen. Aber schau, wie die aussehen. Die rot, gelb, diese bunte sehr Farbe, das macht mich hungrig. Schau mal an, so beautiful. Aber es riecht auch sehr frisch. Sehr, also so erfrischend, lecker, knackig. Mein Gott, wie damals. Kartoffeln haben wir natürlich auch gekauft. Das muss zu Hause sein, weil ab und zu machen wir so Pommes-Püree. Ja. Im Backofen Veggies. Und die können dir vorstellen, 5 Kilo sag ich bei uns. Okay, dann gehen wir mal hier kurz zur Wurstabteilung. Wir haben auch ein bisschen Wurst gekauft. Papa hat hier, wie ihr seht, Frankfurter gekauft. 3 Pakete. Planst du eine Hotdog-Party, oder? Nee, aber das ist gut, manchmal zum Mittag eine Hotdog-Party zu Hause zu machen. Aber wir haben keine Hotdog-Brötchen. Nee, ich meine normal mit Brot auch mit 10. Okay, okay. Dann habe ich nochmal so eine Salami gekauft, so eine italienische. Salame, Pelino steht drauf. Mein Gott. Das sieht aber irgendwie voll lecker aus, so mit großen Fettpunkten. Dann habe ich Bandschinken gekauft. Genau. Weil wir wollen, also eins habe ich für Pizza gekauft und eins habe ich so gekauft für, ja, zur Jause einfach. Dann aber zweimal Salami. Ja, genau, so zweimal Salami, eine wieder für die Pizza und eine wieder so zum Schnabulieren. Dann habe ich Pariser. Ich habe eins genommen, genau, weil ich habe eine, also eine Extrawurst und eine Wiener genommen. Das ist ein Pariser und das ist ein Wiener. Was gibt's noch? Bäsche. Ich habe einen Lachs gekauft, einen Räucherlachs für das Sushi. Ich wollte keinen rohen Lachs nehmen. Also ich esse gern Sushi, aber ich mag keinen rohen Lachs. Deswegen habe ich geräuchert genommen. Und natürlich habe ich 2 Germ. Ja, wie heißt es noch? Hefe. Sagt Hefe. Man, glaube ich, in Deutschland. Hefe, Germwürfel genommen für die Pizza. Und ich wollte noch mal ein Brot backen. Hast du Bock? Yes. Machst du dein Krustenbrot wieder? Ich will nicht noch schwarzes Brot haben. Schwarzes Brot, Mehl meine ich. Dann habe ich so ein Frischkäseaufstrich, so ein Brunch mitgenommen. Brauche ich nämlich für diese Gurkensushis. Und mein Lieblingsaufstrich. Ich liebe den so, ich mag das so gerne. Das ist ein Senfhonig-Dip-Aufstrich, wie auch immer. Und es schmeckt so yummy, weil es ein bisschen süßlich ist. Und ich liebe es, wenn es ein bisschen süß ist. Dabei. Wieso hast du eine gekauft? Ich habe für mich eins für mein Caffiol. Achso, und ich habe eine für mich für mein Pizza. Du isst doch kein Caffiol, oder? Doch, ich esse mich. Aber bin immer gespannt. Auf jeden Fall habe ich eine Heumilch, wie heißt das, Emmentaler, geriebenen Käse gekauft für den Caffiol. Da haben wir schon ein ukules Rezept auf Instagram gesehen, haben sie nämlich Scheiben geschnitten. Dann haben sie das ein bisschen paniert, also ein bisschen Milch, glaube ich, und dann hat sie so in Banane reingetan und dann im Backofen gebacken. Darüber irgendeine Soße, aber die lassen wir weg und dann noch Käse drüber. Ich Mozzarella für Pizza, man macht alles um und dran und dann Pizza, Käse drauf. Du weißt nicht, nein, ne? Du bist ein Affe. Dann Leberwurst. Leberwurst, Reichwurst steht drauf. Also das ist so eine Schwein. Schweinefleisch 50%. Das ist, was du isst. Okay. Zurück, wenn wir sowieso bei dem Thema sind, du bist, was du isst. Dann haben wir noch 2 Packungen Bauchfleisch gekauft. Also du hast quasi für euch das Sparrows und für mich das. Ah, du bist süß. Ich mag nämlich kein Sparrows und ich mag lieber dieses Fleisch, dieses Bauchfleisch. Ich habe genug Bauchfleisch, deswegen habe ich gesagt, ich habe auch Bauchfleisch. Also du brauchst noch mehr, oder wie? Okay. Ich brauche mehr Rippo. Damit den Bauch sich schön dehnt. Ah, okay. Dass deine so groß ist, alles klar. Also, ich bin nicht zu dick, ich bin zu klein.
Dann habe ich für den Patrick, boah, das ist aber richtig verdeppert schon. Da bin ich so mitgenommen, oder? Ja, ja, das weiß ich nicht. Top war. Auf jeden Fall habe ich da für den Patrick so Karamellwaffeln. Ja, Karamellwaffeln heißt nicht. Das ist so da drinnen so ein Karamell drin. Der isst das total gerne, deswegen habe ich es mitgenommen. Ah, Söckchen. Giorabi. Giorabi. Für die Lisa habe ich Söckchen gekauft, weil sie keine mehr hatte. Deswegen hier ein kleines kürzes, ein kurzes Socken. Also Sommeroutfit und Herbst. Also, ja, was quasi den Übergang geht. Ja, ja, ja. Dann haben wir auch Brote gekauft. Wir haben hier einmal ein Toskana-Brot und dann habe ich noch ein Nussbrot. Das schmeckt so lecker, das Nussbrot, oder Baba? Ja. Was haben wir damals nicht gegessen? Keine Ahnung. Ah, ich weiß schon. Schinken, oder? Ich weiß nicht, so ein Aufschnitt im Ding, aber ich habe das im Ding gegessen, im La Pura. Das ist so lecker. Aber wir haben noch zu Hause gegessen. Ich weiß nicht mehr, was drauf war. Das ist schon lange her. Irgendwas geschmiert und ein bisschen Wurst drauf. Was stimmt wie eure für eine Frage? Dann haben wir noch ein bisschen Katschki-Papier aufgenommen. Ja, vierlagig. Nur das Beste für den Arsch. Katschki-Papier. Ja, also vierlagig, das ist nämlich wichtig. Ja, damit der Finger nicht reinflutscht. Wenn ihr lange Nägel habt, also Fake-Nägel oder die essen. Genau. Ja, danke, das ist dann wichtig. Ja, ich hab zum Beispiel keine, ich brauch kein Papier. Abgesehen davon, wir haben so ein Klo, so ein super Klo. Dann haben wir ein bisschen Süßkram noch gekauft. Ich habe hier ein Toffifee für die Lara. Ich habe mein letztes Mal das weiße Toffifee gekauft. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht, aber einige fanden das nicht so gut. Ich habe auf Instagram gefragt, aber ich finde das trotzdem. Das ist Geschmackssache. Aber das ist besser. Ich mag kein Toffifee. Dann hat die Mama auch Kinderkarts gekauft. Aber du isst das doch auch gerne. Ja, das ist wirklich mega lecker. Das ist so eine Waffel. Und Digga, ich lüge nicht. Das ist, schaut mal, es ist einmal diese Waffel da und das ist hinten braun und weiß. Hinten braun. Und weiß. Vorne weiß, okay? Und hinten braun. Oder wurscht. Oh. Oder vorne braun. Oh. Auf jeden Fall ist da drinnen so geschmolzenes Kinder. Drinnen sind geschmolzene Kinder. Kauft das nicht. Achtung. Unter 18 Jahre nicht anscheinend. Oh mein Gott. Geschmolzene Kinder. Meine Kinder sind für alle. Auf jeden Fall wisst ihr, sie weiß so eine weiße und braune. Ich werde wieder wie gesperrt. Ich hab Tränen. So, was ist das? Schaumstoff, oder? Das ist Spargel. Das ist so ein Mini-Spargel. Ja, es hat nicht so viel geregnet, wie Mini-Spargel. Ich hätte es gekauft, damit wir das so anbraten und damit wir es in unser Gurkensushi reingeben zum Lachs. Küchenrolle haben wir auch gekauft. Wenn wir zum Beispiel Pommes machen, dies, das verwenden wir schon sehr oft. Ja, wir legen das nämlich auf den Teller, damit das Fett absorbiert wird. Genau. Dann haben wir auch Pepsi gekauft. War das in Aktion oder so? Keine Ahnung. Dann haben wir da unten noch was, sagen wir gleich. Und zwar haben wir natürlich mal wieder Alpro Haselnussmilch gekauft. Für die Kinder hole ich jetzt nicht raus. So wie meine Haselnussmilch und die Kinder lieben die. Ja, okay. Natürlich, vielleicht wollen die Leute wissen, welche Haselnuss. Ich habe die mal bei irgendeiner Influencerin gesehen, habe ich selber gekauft, ausprobiert und seitdem lieben die Kinder. Aber ist wirklich gar nicht so schlecht, ist kein Spaß. Ja. Mit Cornflakes, mein Gott, besser als Milch. Und Hundefutter haben wir auch gekauft. Hier seht ihr eine ganze Kiste voll. Kiste? Ja, so eine Schachtel. Ja, und wir haben Unterlage. Wir haben davon zwei gekauft, weil wir viele Hunde haben. Ja, und wir wechseln immer ab. Also einmal von dem, einmal von dem. Ist halt wie bei Menschen. Ne? Man kann nicht jeden Tag immer die gleiche Suppe essen. Ja, wir versuchen immer wieder. Ein bisschen Ripple auch irgendwas. So eine Abwechslung reinzubringen bei den Sorten. Weiter geht's mit Snackzeug Pupuletti. Einmal haben wir Pupuletti gekauft. Also das haben wir eh schon gekauft. Das essen die Kinder ganz gerne. Wir nehmen immer das Natur. Es gibt wie noch Schafes und eins mit Käse, oder? Ja, aber das sind... Weiter mit Bubles. Wir haben die Originalen genommen. Das schmeckt schon sehr lecker. Das ist so eine Art Tortilla, glaube ich, oder? Ja. Das Mais, ja. Das ist auf jeden Fall so, nur, nicht nur Kartoffeln, sondern es ist komplett Mais. Das ist komplett Mais. Ja. Ah, okay. Ja, schmeckt auf jeden Fall, finde ich lecker. Dann haben wir Lorenz Chips gekauft. Ja, das war nämlich auch in der Aktion 1+1 gratis. Zusätzlich noch dazu 25% auf Knabberzeug. Richtig gespannt. Na, Spaß, und hat sich Chips gegangen. Dann habe ich auch Pringles gekauft. Da war es auch 1+1 irgendwie gratis. Achso, du sagst dann, ich bin der Sparfuchs. Nein, ich kaufe auch sowas. Na sicher, du bist der Frau vom Sparfuchs. Natürlich. Deswegen habe ich Pringles, Sour Cream Onion gekauft und Sweet Paprika. Sweet. Es gab ja normale, aber Sweet Paprika schmeckt auch gut. Dann hat sich der Papa, weil der Papa den kleinen Vogel, Balkan Snacks. Ich denke Balkan Snacks, das sind diese kleinen Sonnenblumenkerne. Dann habe ich zwei neues, das ist neu, aber das ist
ist noch nicht neu, aber das habe ich jetzt mal wieder seit längerer Zeit gekauft. Was ist das? Speck, oder? Das sind wie Speckscheiben. Was? Das ist wie bei Cine Minis Churros. Das ist Cine Minis, aber halt in Churros-Form. Schaut mal. Kennt ihr dieses, diese spanische Süßspeise? Und da bin ich wieder gespannt. Und dann auch Schoko Crispies. Dann habe ich ein bisschen Süßkram gekauft. Peaches. Ich habe einmal saure Drachenzungen gekauft. Und den Namen ist Bomba. Drachenzunge. Und das andere ist super. Saure Spinnenbeine. Yes. Oh, das ist nicht so geil. Das ist auf jeden Fall vegan. Was ist das, Zunge? Mega lecker. Ich mag dieses Zitronensäure. Ich mag das nicht so saurig. Fruchtgummi, genau, wir wissen, dass es schmeckt. Passt schon. Dann haben wir noch Smarties gekauft. Es ist eine Packung mit mehreren kleinen Smarties drinnen. Schaut so aus. Und das Coole ist. So. Ist in Papier verpackt. Früher war es eine Plastikfolie und jetzt ist es wirklich in Papier. Ja. Papier. Papier. Kann man sehen, das Papier ist voll cool, ja. Oder? Also wirklich gut überlegt und ich bin stolz auf euch. Eine Milky haben wir auch mitgenommen, also ein Liter Milch. Wir kaufen immer die in der Glasflasche und ja, wir kaufen eine Liter Flasche, mit der kommen wir fast sogar. Eine Woche oder ein bisschen länger, ja. Manchmal. Kommt drauf an. Und nur die ist wirklich auch gut. Länger frisch, also die wird jetzt nicht schimmelig oder schlecht oder irgendwie. Yes. Und als letztes haben wir noch was zum Spielen für die Kinder mitgenommen. Also ich habe hier einmal so eine Trompete mit Seifenblasen. Ich sag mal, dreh mal so kurz, da sind so Dinger drauf. Das macht so Seifenblasen. Und einen Nachfüller habe ich auch gekauft. Wobei eh deine Flasche dabei ist. Ja, klar. Aber Nachschub ist willkommen. Ja, genau. Für die Kinder. Weil die ärgern sich, dass sie manchmal nicht selber das machen können. Und wahrscheinlich tun sie da reinfüllen. Ach so, und damit der Mund pusten. Genau. Ah ja, coole Sache. Ja, das war jetzt das letzte von dem ganzen Zeug. 400 Euro Foodhaul, meine Lieben. Ich meine, hallo. War nicht wenig, oder? Und war aber auch gut eingekauft, kann man nichts sagen. Süßkram, bisschen Zeugs und auch gesundes Gemüse. Genau, Kartoffeln. Brot. Ja. Drachenzungen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt natürlich gerne, wie immer, wie gebt ihr denn so in der Woche aus? Und schreibt natürlich dazu, wie viele Personen ihr seid, gell? Das ist ganz wichtig. Ja, meine Lieben, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bye, bye.